Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Ehrengrad im LS19 Alpin.dec zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Oh, gut, gut, gut. Wir sind zufrieden. Ach ja, Flo? Ja. Ich habe jetzt mal was überlegt, ne? Ich finde, das kann so nicht weitergehen. Wir werden nicht mehr lukrativ. Wir müssten irgendwann mal Feld 4 kaufen. Feld 4? Ja. Es geht zu los. Ah, da! Aber ist das nicht eins von denen, was sau teuer ist? Sau teuer. Das kostet euch 200.000, glaube ich. Da haben wir doch schon mal 300.000. Nicht schön. Dabei. Oder wir nehmen Feld. Also ich hätte. 21 jetzt gesagt, ist der halt beim 2. Ja, 21, 22. Das ist halt. Ist halt schon ein krasser Geldunterschied, ne? Aber, aber weißt du, ich bin halt ein riesen Fan von diesen Wiesen da mit dabei, weil der ein riesen Stück Wiese. Ja, das ist schon geil. Muss man sagen. Oder wir nehmen. Ich sag's mal so, ne? Ich hab hier Feld 17, das kostet 250.000. Ist ungefähr. Ungefähr die Größe von Feld 18. Ja, könnt rankommen. Und hat auch noch ein kleines Stück Wiese mit dabei. Oder sollen wir gleich eine pure Wiese kaufen? Da gibt es eine für 125.000 direkt neben unserem Hof. Ich mach jetzt nochmal Radio an. Da wenn man aus unserem Hof rausfahrt, gleich geradeaus weiter. Die kostet nur 126.000 Euro. Die Frage. Ich glaube, wir kriegen schon besser. Also die Frage ist, was ist lukrativer? Feld oder Wiese? Noch Wiese, oder? Ich weiß es nicht, also Equipment haben wir ja für beides. Ja. Bis auf den Düngerstreuer. Oder wir nehmen von. Oder wir nehmen, obwohl da nicht viel Wiese bei, ne? Haben wir jetzt ja alles eins hätte ich halt nee, da haben sie. Ich. Oha. So, jetzt. Und Düngerstreuer. Oh, ja, nee, schwierig. Würde ich Kredit aufnehmen und für du warte mal, wie viel für 7 das Wiese dabei. Für 200.000 gibt's für 7 mit ein bisschen Wiese. Für 7. Alter. Das gegenüber vom Viehhändler. 172. Das sind aber. Für die Fläche ist das eigentlich relativ billig, oder meine ich es nur? Ja schon, oder wir nehmen halt Feld 1. Das kostet halt dann aber wieder 200.000 Euro. Knapp, ne? Ich hab grad mal nach also, Feld 23 geschaut, gell? Wir reden da nicht weiter drüber. Feld 21? 23. Also 23. Oh, wo ist denn noch Shadow drüben? Bei der BGA. Das ist auch auf unser Budget. Schwierig. Ganz schwierig. Oh, wir haben ein. Oh. Ja. So nehmen wir Feld 7, oder? Oder Feld 1? Ich würde schon. Warte, ich würde aber eher Feld 7 sagen. Also auf der 1 ist Gras drauf, das weiß ich. Echt? Mhm. Weil es halt aber hier nicht aufgelöscht ist normalerweise. Warte mal, ich muss Gras aktivieren, dann sehen wir das. Doch, das ist Gras drauf. Da ist Gras drauf. Das habe ich nämlich schon mal gesehen, dass da Gras drauf ist. Und auf der 7 ist Sojabohnen drauf. Bohnen. Wie weit sind die Sojabohnen? Die sind abgeerntet. Ich glaube, in dem Feld 1. Weil da können wir halt das Gras auch noch untergruppern. Ja. Oder unterpflügen, weil einen Pflug haben wir jetzt auch noch nicht benutzt. Haben wir? Ja, doch, einen Pflug haben wir. Ja, ich aber. Drei schon, benutzt. Nee, dann hole ich uns mal 200.000 Kredit, dann. Scheiße, wir haben ja schon 100.000. Ja, wir müssen. Ja. Dann halt 300.000. Egal. Oh Leute, da geht unser Geld hoch. Aber warte mal, wie weit. Die sind jetzt eigentlich so, genau 300.000 Euro. 23%, das geht voran. Warte mal, ist das reif? Glaub schon. Also, müsste wieder aktivieren, das sehe ich's nicht. Es ist reif. Es ist reif. Warte, wir haben noch 200. Da haben wir noch 37.000. Und womit haben wir ein neues Feld? Ja. Oh, sorry, ich habe gerade übersteuert kurz. Naja, ich habe mich gefreut. Wir haben.
du, schwierig, ob wir das haben oder ja. Die Bank. Schwierig, ganz, ganz schwierig, aber ja. Warte mal, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin zum Tun? Das da oben haben wir, das da unten haben wir. Das heißt, ich fahre jetzt zuerst mal da rüber und ja. Ich glaube, dann sieht das Ganze ganz gut aus. So, dann lau. Den hochschalten, wunderbar. Bei 40 ist er schon Endstufe. Schneller läuft er nicht. So. Aber ja, ich glaube wirklich, das wäre unser nächstes Ziel, wenn wir was kaufen, ist die BGA, oder? Ja, dann schon. Weil dann könnten wir auf jeden Fall ein bisschen, wir haben jetzt noch eine Wiese dazu. Oder? Ist halt die Frage. Also wie viel Graslandschaft ist dabei? Bisschen was, ne? Bisschen was. Bisschen was, ja. Ist die Frage, ob wir es halt zu einem Feld machen wollen oder als Wiese lassen. Ist halt die Frage. So, wie geht's denn hier los mit Wiese? Ich mir jetzt erstmal die Wiese ab. Jo, mach das. Also passt. Und das passt. Und hier geht's auch schon wieder hoch. Man kann sie ein bisschen sehen, wo man dünn kann und wo nicht. So. Wieso geht denn der B-Tank nicht mehr als 30? Ach so. Ich hätte vielleicht die andere Gruppe. Nee, lass das du. Ja, meine ich ja. Bisschen anders als bei meinem Turnier. Da bin ich schon gewohnt. Let's go, der Hase zu Feld 1. So. Ja, wunderbar. Er ist ein bisschen nicht gewohnt hier. Oh, schöner Sound, der B-Truck. Ja, ja, ist ein B-Truck. Naja, sieht es aus, und bleibt immer so was stehen, was man nicht düngen kann. Aber es ist halt immer nicht als Wiese angegeben, sondern es ist halt einfach normaler Grünstreifen. Und den kann man halt nicht düngen, aber mal. Bleibt heute bitte bestehen, ne? Scharfe Kurve. Ah nein, es kommt Unkraut auf unser Feld. 2. Sehe ich da so ganz leicht wo drüber spitzeln. Aber dass es so schnell kommt, ist ja noch nicht mehr was gewachsen. Aber gut. Ja, da drüben sehe ich dich. Zieh da hoch, der MP-Truck. Oh. Ach, der hat die Hupe. Der gute Steier hier. Der wird demnächst zum Download kommen. Ich weiß gar nicht, warte mal, wann kommt die Folge online? Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Heute ist Mittwoch, wo wir das aufnehmen. Unterschalten. Das heißt... Meinst du, der packt das im L3? Dritter, also, warte mal, L3. Ist was? L3 ist zweiter Gang, dritte Lastenstufe. Dritte Gruppe, ja, dürft ihr schaffen. Zweiter Gang, dritte Gruppe, easy. Bergauf? Nee, wird wahrscheinlich eher kritisch, aber bergab. Kein Problem, glaube ich. Ich kann ja deswegen ja noch unterschalten. Ja, ja. Das habe ich ja gemeint, deswegen. Das dürft ihr schon schaffen, normalerweise. So passt dann noch nicht alles. Ja, jetzt können wir nämlich auch hier alles mitnehmen. Das ganz vorne. So. Und hier mache ich jetzt GPS an. Haben wir. Der rennt sogar im M-Gang. Wir nehmen jetzt hier auf das GPS. M3 geht easy. So. Weißt du jetzt, wie es geht? Ja, das ist eine Wiese. Okay, geht nicht schneller, so passt. Und ja, wir nutzen jetzt auch das GPS von VCA, weil es einfach ein bisschen einfacher und schneller geht. Und so, ne? Ja. So. Also, weil jetzt muss ich aber trotzdem nochmal rechnen. Heute haben wir den 16. Mittwoch, ab heute ist auch, am 16. war ja so wie der Lockdown anfangen online. Aber mein PC kommt, Leute. Verschiebt sich zwar auf Montag nächste Woche, aber er kommt. Warte mal, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal rechnen. Also, ich habe jetzt Woche, Donnerstag, also die Folge kommt am Samstag. Okay. Gut. Au. So, ich muss ein bisschen kalkulieren, weil
kurzer Teaser, der Steyr hier, der wunderschöne 98, wird bald zum Download kommen. Wann werde ich aber noch nicht sagen, weil das bleibt noch ein bisschen geheim, das wird eine Überraschung werden. Aber ich glaube, ihr könnt es euch schon vorstellen, ne? Aber ja, wenn es soweit ist, werde ich es euch sagen. Ich weiß was. Ich glaube, es können sich viele denken, aber ich sage nicht mehr, ich sage nicht mehr. Und Lübs da drüben in dem Betrag. Ja. Ich tue jetzt einfach mal so. Ja, ich bin gerade am Stehen, weil ich gerade. Okay. Ach ja. So, haben wir GPS raus. Rückwärtsgang grün. Haben wir noch ein bisschen Schwung hier. Wollen wir gar nicht so doll zurückschalten. So. So, hat sich drauf eingestellt. Passt, wunderbar. Kann man den wieder anmachen, in der Ansicht. Und dann kann er dann schon weitergehen. Wie gesagt, die kommt schon, dauert auch noch ein bisschen, bis das Komplett da ist. Ja, Ort geht voran, das heißt. Also ich mähe ja mit GPS, ne? Ja, kannst du gerne machen. Ist ja eine relativ gerade Strecke, die da, beziehungsweise was an meinem Feld von Anfang an war. Und da kann man natürlich dann angenehm GPS fahren. GPS fahren, ja. Und das Angenehme hier an dem GPS und VCA ist halt auch einfach, ich brauche halt einfach nicht wieder irgendeine Tasche zu drücken. Menü gehen, um 90 Grad zu drehen, sondern man kann auch einfach und auch weniger als 90 Grad drehen. Ja, nee, und ich meine halt eben auch, ich muss nicht extra eine Tasche drücken, so ich kann einfach mit dem Lenkrad lenken, minimal stehen und dann geht schon raus. Was beim anderen zwar glaube ich auch ging, aber er spricht einen relativ großen Einschlag, Einlenkwinkel. Und ja. Ist das gar nicht, glaube ich, schon eindeutig besser. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass der mir Abstürze immer halt. Ich mach da mal ganz kurz was. Das ist beim Anfahren. Ich mach mal das Handgas auf. Ja. So 2050 Umdrehungen, ich weiß nicht, ist das zu viel? Zu wenig? Egal. Du musst es doch eigentlich wissen, oder nicht? Ey. Schwierig. Ich gehe immer nach Handgasstellungen und nicht nach Umdrehungen. Umdrehungen. So. Oh Gott, Baum. Eieiei. So. Jetzt passt's. Hier drüben ist dieses Map-Ende ein bisschen arg abgekappt. Ja, bei der Wiese hier. Also. Ja. Ich weiß. Aber mal. Okay, Steyr, beweis dich. Du schaffst es. Oh Gott. Eieiei. Eieiei, du gehst jetzt bergauf. Hallo. Ich war der Meinung, ich bin vorwärts gefahren, aber gut. Dann machen wir alle da rein. Und dann zieh hoch hier. Ich weiß, dass du es schaffst. Ah, so. So kenne ich mein Steyr. So, da können wir eigentlich jetzt dann gleich, wenn wir auf der Straße um sind, alle wieder ausmachen. Du, hier ist schön, ja. So. Ja, hochgeschaut, wie passt. Dann müssen wir wieder Richtung Höhe. Alter. Ich werde jetzt im allerersten Gang kleinste Lastestufe und ich komme ja fast nicht hoch, ne? Eieiei. Ich muss mal Tischsperren. Oh, jetzt. Hast du alle da gemacht? Nee, Tischsperren. Achso, haben die so viel ausgemacht? Anscheinend schon. Wenn es ein bisschen uneben ist, dann machen die natürlich schon mal aus, ne? So,
Vielleicht muss ich dann gleich mal gucken, welche Zündstufe da auf unserem wunderschönen Acker schon drauf ist. Und erstmal fahren wir zu unserem Hof. Kann man eigentlich dann gleich. Da werde ich mir aber dann eine Bühre mal schnappen, dass der auch mal wieder ein bisschen in Einsatz kommt. Dann steht er gar nicht in der Halle. Das wollen wir ja auch nicht. Die Frage ist, wollen wir daraus Heu machen? Was machen wir jetzt damit? Oder ich mache gleich schon sagen. Okay, warte mal. Also, warte mal, Düngerstufe. Ist die erste drauf. Okay, das heißt, wir müssen dann später nochmal düngen. Aber ich weiß nicht, ist nicht schlauer, ist denn nicht stehen zu lassen und warten? Alles mitnehmen, was hier rumflackt hier. Okay, das heißt, warte mal, ich stelle den jetzt hier mal am Rand. Ich weiß nicht, wie weit es geht. Ich werde hier alles mitnehmen, ne? Jetzt habe ich keinen Zugang mehr. Hallo? Oh. Ich habe jetzt den Bürger mit mir klein in Striegeln und dann fange ich an zu striegeln. Weil das Zeug muss weg. Striegel. Oh. Reitplatz. Scheiße, ich glaube, ich habe jetzt gerade den einzigen Traktor mit Pflegebereifung, ne? Der MB-Truck. Ja, da ist ja noch nichts gewachsen. Da kann ich, da brauche ich keine Pflegebereifung. So, ja, okay, was dann. Was ist das denn? Gehen wir ganz kurz in den Shop unter Striegel rein. Und was ist der? Der ist ein Reitplatz. Bahnenplaner. Ja, wann haben wir den? Und drauf? Ich hab den nicht mehr drauf. Ich auch nicht. Wo kommt der her? Ist da irgendein Modpack vielleicht mit bei? Es steht ein Mod dran. Es ist ein Mod, aber. Egal, keine Fragen, Fragen. Ich miete jetzt erstmal den hier. Den haben wir schon immer gehabt, hat auch gute Dienste geleistet. So, Bühler natürlich auch mit Gangschaltung, so wie es muss. So, dann fahren wir gleich mal zum Händler nunmehr und holen uns das Schmuckstück ab. So, wie schnell läuft er? 35, ne? Ich glaube. 35 das geht das ab hier. Oh, ich habe den Bühler schon vermischt. Er ist immer ein schöner Traktor, muss man immer sagen. Ist wie es ist. Kann man nicht dran rütteln. Es gibt natürlich auf dem Motorrad auch schon einen. Alles so reduziert ist und es. Können wir mal gucken, ob wir den vielleicht auch mit draufnehmen wollen. Beim Motorrad gibt es schon einen schönen Mod, der hat auch eine Fronthydraulik und so weiter und kann, soweit ich weiß, sogar Pflege. Von Führer? Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ist eine Nummer kleiner oder eine Nummer größer als unsere? Nummer glaub, größer, weil der normalerweise ist. Nummer größer. Er hat, glaube ich, sogar 135 PS oder sowas. Mal gucken, ob der. Ich weiß nicht, ob wir den dann verkaufen wollen irgendwann mal und dann austauschen. Naja, das steht nur in den Sternen. Das kannst du doch nicht machen! Das geht doch nicht. Aber Leute, könnt gerne mal eure Meinung in die Comments schreiben. Dann können wir da auch ein bisschen das mit einbeziehen. Wenn er nicht für offenen. Der Bührer bleibt hier. So. Ja, einen neuen Traktor mit unserem Kontostand momentan zu kaufen, wird glaube ich sowieso schwierig. Habe ich so irgendwie das Gefühl. Ja, ne? Und keine Hände. Okay. Egal. So. Ich kann mir mit GPS arbeiten. Wunderbar. Wie schnell kann man eigentlich mit unserem Mähwerk wegfahren? Du, keine Ahnung. 22. Wie schnell fährst du? 20. Ja, das ist doch relativ gut. Mal schnell raus, bevor das Auto kommt. Boxer. Ah, da drüben, der Zug ist natürlich auch wieder unterwegs. Er ist wieder auf dem Weg nach Felsbrunn. Ah, da habe ich noch schöne Erinnerungen an die Aktion. Oh nee. So. Out of map? So. Dann düsen wir mal mit 35 km/h Richtung unserem Acker, ne? Schön.
Warum Marvin dürfen? Ich mag Folgen. Schön mit unserem Pöttinger Novalpin und ja, Novalpin, was ist das denn? Steht das hier irgendwo? Novadisc. Schöner Kombi. Aber es war schon echt gut, dass wir uns so gleich von Anfang an einen Schmetterling, also ein kleines Schmetterling gekauft haben. Weil damit machen wir natürlich schon gut was runter, ne? So, hier vorne geht's rein. Also wir schalten runter. So. Oh ja, genau, was ich auch noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, die Folge ist dann eh schon bald auch rum. Ein bisschen haben wir noch, und zwar um Weihnachten würden auf jeden Fall ein paar Sachen starten, auf die ihr euch schon mal freuen könnt. Ich sage euch zwar noch nicht genau was, aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Es wird auf jeden Fall Spaß, das weiß ich jetzt schon. So, wir können schon mal sagen. Was? Okay, ja, was anderes kann ich sagen, nicht anspielen, ne? Oh, da sehen wir unsere Spuren, wo wir vorher hochgeschoben sind. Neues Spiel? Nee, das tatsächlich nicht. Das kann ich schon mal vorab sagen. Aber vielleicht. Kommt auch irgendwann noch was. Man, ja, was Schönes. Halt. Vielleicht ein Auto vom Spiel. Aber nur vielleicht. Ja, nur vielleicht. Passt das. So, warte mal. Funktioniert das mit GPS? Ja. Ich arbeite ja mit GPS, ne? Ich. Oh. Du nicht. Doch, so gleich. Wie ich es, dich angehört habe. Ja, die Spur war zu weit drüben. Auf ja, doch, das ist besser. Ja, warte, das war vorab so eingestellt. Ja, wo ich das halt verschieben? Ja, habe ich gerade gemacht. Oh. Wieso hat der warte mal? Ich muss jetzt kurz nachgucken nochmal. Jetzt hat er's. Haben wir schon gedacht. Und so. Aber wieder. Zieh, Kollege. Du schaffst es. Ja, so ist es. Ich glaube. Der Betrag hat's doch nicht geschafft. Oh nein. Okay, schneller geht's gar nicht. Er kann ja in dem Gang bleiben. Dann muss es ihm gerade. Ich kann vielleicht deine Sicht abgedrückt haben. Ja, dann. Alter, drüben Sicht. Da kann ich aber auch nichts machen dann. Wie schnell kann man eigentlich mit dem Ding fahren? 12. Oh, dann passt. Aber ich weiß immer noch nicht, was das ist und wo das herkommt, ne? Reitplatz und Bahnplaner. Das ist doch für ein Pferdedingens, oder nicht? Ja. Ein Reitplatz. Haben wir irgendwas für Pferde mit drauf genommen? Nicht. Ich muss mir da mal nochmal eine alte Aufnahme. Gut, der war doch da noch nicht drauf. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Nee, sicher nicht. Wo kommt ihr her? Ich war eigentlich der Meinung, ich habe nichts mit drauf genommen. Weil wir kommen. Nee, von. Nee. Egal. Na, der LS hat halt doch noch manche Mysterien, ne? Aber wenn Lots von alleine auftauchen, dann soll man sich doch Fragen machen. Alter! Schaffst das doch nicht. Der Betrag jetzt reicht nicht, Alter. Was war das denn? Ach, der Kreis. Der ne? Betrag soll sich jetzt mal langsam mal zusammenreißen hier. Jetzt nicht mehr. Geht mit Alter besser? Sag mal, jetzt ist da der Turbolader im Arsch. Möglich ist es. Aber ich hoffe es nicht. Weil dann wird es teuer. Aber wir haben es ja nicht. Warte mal, wir haben. Wir haben 6 Gänge. Da stimmen 3 nicht ganz, glaube ich. Da muss ich noch ein bisschen umbasteln. Gucken. Ich nur sagen, 3. Nee, es ist ein Bergsack für 4 wahrscheinlich. Ja, 6 Gänge für Gruppen oder. Nee, 5 Gänge für Gruppen.
Gänge, vier Gruppen, hört sich gut an, ja. Oder warte mal. Hat der die Ganghebel in der Mitte zwischen den Beinen? Einen ja, der andere kann gut sein. Aber ja, wahrscheinlich, ja, normalerweise schon, ja. Dann würde ich eher sagen, zwei. Also zwei Gänge und vier Gruppen. Dann müssen wir uns dann noch angucken. So. So, dann kommen wir nochmal drin, wunderbar. Schöner Main, ja. Nicht schön, ne? War nur mit Dingens, aber gut. Ich billig, wieso blick ich? Na, das weiß ich nicht, du. Kann ich dir auch nicht sagen. So, wenn wir jetzt die Bahn noch anfangen, aber wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und Kosche hoch kein Sinn. Unten den roten Knopf rauffärben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's mal wieder von mir für diese Folge. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier. Auf der wunderschönen Erde, gerade immer ist ein Snapin.dc. Und bis dahin, macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. Where I belong, I'm still rolling the dice, praying.